All right, rolling, enjoy. Thank you.
Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie hören heute das Leithemden-Projekt unter der Leitung von Joe Heider und Klaus Reichstaller. Wir werden nur die Originalarrangements spielen, die wir schon vor 50 Jahren, damals mit Leithemden noch, als er noch lebte, und verschiedenen internationalen Solisten gespielt haben. Aus der damaligen Zeit sind nur noch zwei übrig. Und zwar Erik van Lier an der Bassposaune. Und Joe Heider am Piano. Ja, für den weiteren Verlauf des Abends. Ich melde mich dann am Schluss wieder. Vielen Dank und viel Vergnügen. Was? Ich werde jetzt wieder die Maschine auf Record schalten. Oh. Wir wollen ja Zeit sparen. So. Jetzt läuft. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Wir machen eine Pause für alle. Erfrischungen, Erfrischungen. Wunderbar. Wir machen eine Pause. Wir sehen uns in 40, 45 Minuten wieder. Das Band hat genau gereicht. Unglaublich geil. Sieht gut aus. All right. Rolling. Enjoy. 1, 2, 3, 2, 2.
Dankeschön, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, offiziell sind wir jetzt am Ende. Und da möchte ich nicht versäumen, Ihnen noch einige Informationen zu geben. Schuld daran, dass dieses Projekt überhaupt stattfindet, ist er da, der Klaus Reichstaller. Also ich bin jetzt schon 87 und habe vor 2 Jahren mit 85 bei ihm in München in der Hochschule einen Workshop gemacht. Und nachts mit Sängerinnen und so, war ganz schön. Dann habe ich gesagt, that's it, ich komme nicht mehr. Dann hat er gemeint, wait a minute, we have to do the Slide-Hampton-Projekt. Ja gut, dann habe ich halt in den sauren Apfel gebissen. Dann habe ich an das Slide-Hampton-Projekt mit ihm zusammen gemacht. Und wie ich ja anfangs schon gesagt habe, mussten wir die Band neu aufstellen, weil ja nur noch 2 spielfreudig sind. Ne? Das ist der Erik van Lier an der Bassposaune. Und meine Wenigkeit am Klavier. Der Erik und ich sind mit Abstand die Jüngsten in der Band. Er ist 77, ich bin 87. Ist doch ein tolles Alter, oder? Ich glaube, wir sind beide dankbar, dass wir noch dabei sind und immer noch spielen können. Da muss man dankbar sein. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Erik van Lier schon bei der ersten Band vor 50 Jahren der gute Geist war. Der hat immer aufgepasst, damit wir alles richtig spielen und so weiter. Außerdem hat er meine Noten geklebt. Ja, wissen Sie, wenn es mit der Band keinen Spaß macht, dann ist man selber schuld. Das ist doch eine Wahnsinnsband. An den Trompeten haben wir Dave Blaser, Daniel Nösig, Klaus Reichstaller. Ja, an den Posaunen haben wir eben den Erik van Lier, Johannes Herrlich und Alistair Duncan aus Schottland. An den Saxophonen haben wir den Florian Trübsbach aus dem Chiemsee. Spielt Altsaxophon und Flöte. Der ist heute gut drauf. Ich habe gesagt, du bist bloß so gut drauf, wenn es vorbei ist. Ja, dann haben wir den Dominik Landolf am Tenorsaxophon und am Sopransaxophon. Ja, und mein alter Freund und Kupferstecher aus Frankfurt, Toni Lakatosch. Die Säule jeder Rhythmusgruppe ist Thomas Stabenow am Kontrabass. Ja.
Und das wahnsinnig fette Beute sitzt am Schlagzeug. Dominik Egli. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen gestehen, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe zwar im Studio gespielt, aber mit Leuten und Kopfhörer. Da muss ich ehrlich sagen, das war eine Überraschung, aber es hat ja ganz gut geklappt, oder? Und da wollen wir mal als erstes dem Little herzlich danken. Er hat uns wirklich aufgenommen, wie wenn wir zur Familie gehören. Wunderbar. Little, ich danke dir. Ja. Und da muss man ja sagen, das ist eine Wahnsinns-Crew, was hier rumläuft und rumschleicht. Also denen danke ich auch alle, obwohl ich viele gar nicht kenne, aber ist ja wurscht. Und der Tina für Administration und so weiter. Und natürlich im Karl Gassner von der Tangente. Naja, erst haben wir gemeint, wir spielen in der Tangente, aber dann hat er das eingefädelt mit dem Little, dass wir hier spielen. Am Anfang war ich zwar ein bisschen, naja, sagen wir mal, naja. Ich spiel wahnsinnig gern im Club. Das sage ich ehrlich. Ich spiele ganz selten auf Festivals. Club ist für mich gut. Also vielen Dank an alle und am Schluss möchte ich euch danken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und da habe ich eben immer noch, manchmal spiele ich dann noch so ein Lied. Da, ne? Dieses Lied heißt Peace und ist vom Horace Silver. Und ich finde, übersetzt heißt es Frieden. Und gestatten Sie mir am Schluss, dass ich das sage. Das ist genau das, was wir alle auf der ganzen Welt dringend brauchen. Peace. Wir müssen uns versöhnen. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Und müssen wieder zusammenfinden und müssen gucken, dass wir wirklich wieder Frieden haben und uns gut verstehen und so weiter. Einverstanden? Ja. Jetzt ist es so. Jetzt verbeugen wir uns alle, sie klatschen wie verrückt. Dann verbeugen wir uns nochmal, dann klatschen sie noch verrückter. Und dann gehen wir alle weg, dann klatschen sie am verrücktesten, wenn sie eben noch die Zugabe wollen. Und da habe ich beschlossen, wir bleiben gleich hier und spielen die Zugabe sofort. Wir haben den ganzen Abend kein Blues gespielt. Und der Dexter Gordon hat gesagt, if you don't play the blues, it's time to forget it. Und deswegen spielen wir jetzt zum Abschluss noch einen Blues von mir, Like a Blues. Ne, wenn Sie jetzt das angucken, das sind die Originalnoten. Damals hat es noch keine Computer gegeben. Ne? Das ist alles noch kopiert. Also, meine Damen und Herren, bleibt gesund. Alles Gute und merci. One, two, come on, two, three.
Thank you.